Magic Underground. Wir entführen dich zu einer spannenden Reise in die vergessene und verschüttete Geschichte unserer Welt. So Leute, herzlich willkommen bei unserem neuen Video von Magic Underground. Wir sind hier in einem verlassenen Tonwerk gerade angekommen. Wir haben es ein bisschen spektakulär gehabt beim Reingehen, deshalb gibt es mal keinen üblichen Vorspann. Seid einfach gespannt, was euch hier erwartet und kommt einfach mit. Leute, wir haben gerade noch ein paar Lost Blazers getroffen hier. Im Hintergrund laufen sie noch. War ein sehr interessantes Gespräch. Das erste Mal, dass wir auf einer Location andere Lost Blazer finden. Und ich meine, das sieht schon hier verdammt beeindruckend aus, würde ich sagen. Dann schauen wir mal uns das Gebäude an. An der Decke von früher. Bin ich mal gespannt, ich war hier vor einem Jahr da, wie es jetzt nach einem Jahr hier aussieht. Schauen wir es uns einfach mal zusammen an, die Tour. Also hier in der Produktionsstätte wurden dann Ziegel verschiedenen Formen hergestellt und Rohre aus Ton. Links sind zwei Brennkammern, rechts sind nochmal zwei Brennkammern. Dann hatten wir hier unten, hier seht ihr noch ein altes Schienensystem. Und unterhalb der Halle seht ihr überall diese Öffnungen. Da gibt es nochmal unterirdische Wartungsgänge für die früheren Maschinen, die hier standen. Schauen wir mal, wie sich da oben verändert hat in der letzten Zeit. Ich habe natürlich mal wieder das Wichtigste im Auto vergessen, das war die Taschenlampe, das ist klar. Ich sehe da noch Steuereinheiten. Alte Fässer. Die Brenngestelle, die früher in den Ofen waren. Und unser Indianer ist auch schon wieder da und mein Schatz, die Bibi. Alter, das hat sich hier aber auch schon ein bisschen verändert, ne? Zum letzten Mal. Halleluja. Ja, aber diesmal ist die Tür oben auf. Sehr schön. Ein alter Kran. Ich glaube, Indy kann mir mal kurz Licht leihen. Damit ihr den Kran auch mal seht. Da kam gerade eine Taschenlampe raus. Sehr schön. Haben sie wahrscheinlich das Material von da unten, von den Schieben, die ihr seht, hier mit dem Kran auf die Empore hochgehoben. So, jetzt wollen wir mal nach unserem alten Deutz-Motor gucken, wie der Zustand da momentan noch ist. Bin ich mal sehr gespannt. Ich wusste doch, dass da eine kleine Falle war. Ja. Oh, den haben sie auch ganz schön gepflückt. Also vor einem Jahr sah der noch besser aus.
aber immerhin noch schön anzusehen. Ein schöner alter Deutz. Ja, das war so ein Notschaumerkick. Du hast schön gesehen, wie die außen, wie die Abluft dann da raus sind. So, jetzt folgen wir mal im Indie hinab in die Tiefe, in die sogenannten Wartungsgänge. Also hier unten hat sich auch nicht wirklich geändert, ne? Auch hier seht ihr wieder mal im Wasser. Das kann gefährlich sein, ohne dich schon so plötzlich aufhalten. Auf einmal geht es dann mal nach unten. Und das ist erheblich wenig. Wenn noch jemand einen Bildschirm hat und es schon handwerklich begeistert ist, kann den vielleicht noch reparieren. Ansonsten, Leute, gibt es da nicht mehr viel. Ja, wir stehen jetzt hier vor so einem riesen Ofentor. Als Brandkammer. Da ist wohl dann neben dran das Blech. Als hier vorgefahren, hat die Fertigungsstelle in den Ofen gebracht. Ein Stückchen tiefer, wenn man es rumdreht, sieht man auch schön die Schienen. Hier vorne. Wo das dann einfach hier in diesen langen, wunderschönen Hochofen gefahren worden ist. Ja, hier seht ihr das wieder. Das sind Schamottsteine, Ziegel, Rohre, alles was sie hier hergestellt haben. Wird auch so ein Schienensystem in den Hell fahren. Da oben waren dann noch die Meisterbüros, da laufen wir dann noch mal hin. Müssen wir aber erstmal einen Eingang finden. Das hier ist jetzt noch mal auch sehr interessant. Die Zugmechanismen. Dann oben wunderschön die Abluftanlagen. Die konnte man überrollen, je nachdem welche Öffnung man haben wollte, hin und her fahren. Und somit hat man immer einen perfekten Abzug fürs Ton, für den Ton gehabt. Was sagst du, Thorsten? Schon ein bisschen beklemmend, wenn du weißt, dass hier drin mal ein paar hundert Grad waren, ne? Aber immerhin, ja, wir sind nicht vor. Nee, nicht wirklich. Da oben auch schon wieder so ein schöner alter Lüftungswagen, den hat man dann wohl über diese Löcher gefahren und dann konnte man das ja alles absaugen und rauchfrei gestalten. Hier ist schon gigantisch, da ist noch so eine Brennkammer. Hier sieht man noch zum Teil eine Befeuerungseinheit. Die hat das Ganze dann befeuert und Luft reingegeben. Das ist sehr interessant. Und davon gab es natürlich jede Menge, ne, bei dieser Fertigungsstraße. Die riesige Abzugsanlage von den Öfen. Das ist wirklich enorm hier oben. Und wir sind einmal noch begeistert von dem Ort. Trotzdem ein Jahr, wo wir hier waren, kaum Zerstörungen bisher zu finden. Jetzt steht noch das Meisterbüro und das verbrannte Auto auf dem Plan und von dort aus melde ich mich wieder bei euch. Ja, wir kommen unserem Ziel da hinten in Meisterkabinen immer näher. Und das müsste so Zu- oder Abluft gewesen sein da unten. Ich meine, wenn einer von unseren Zuschauern irgendwo mal in einem Tonwerk gearbeitet hat,
kann gerne mal einen Kommentar schreiben, für was das Ganze ist. Weil da sind wir ja schon die ganze Zeit am Rätseln, für was die Rohre sind. Also jetzt sind wir hier in so Meisterbüros angekommen, wie ihr seht. Schaltschränke. Die pure Verwüstung. Das ist schon krass. Da drüben ist der andere Ofen. Und da drüben ist dann die Belüftung da dazu. Jetzt kommen wir zu dem Highlight von dem Lost Place. Der Bürostuhl. Verdammt! Ja, der Bürostuhl. Wie kann das? So verlassen und alleine. Stimmt! Ein Sitztisch vom Bürostuhl. Ich glaube, Marco ist müde. Ja, ich glaube, Marco ist müde. Marco, willst du hier bleiben? Dir gefällt's hier, das ist toll. Wink mal, Marco. Sag mal unseren Leuten Hallo. Hallo. Er ist sogar so müde, dass er nicht mehr winken kann. Und wir gucken uns jetzt mal so wirklich das große Highlight an in dieser Anlage. Schon krass, gell? Ich würde sagen, es war wieder noch ein Wagen. Total ausgebranntes Autofrack. Wo im Wettrennen gespielt. Da ist gar nichts mehr. Da hilft noch nicht mal mehr polieren, Freunde. Ah, da gibt es noch einen Nebelscheinwerfer. Den hat es wohl noch überlebt. Wenigstens etwas. Hier haben wir nochmal so einen Hochofen. Verschiedene Abluftsysteme. Ein Indie, der an seinem Handy spielt. Schatz, ihr sucht die Fahrstellnummer. Also, wenn ein Zuschauer sich sehr gut mit verbrannten Autos auskennt, ne, dann kann er gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, was das für ein Auto ist. Also, wir tippen zwischen 3er BMW, Kombi, VW Passat. Mal sehen, was ihr drunter schreibt. Sind wir sehr gespannt. Macht einfach mal mit. Normalerweise mögen wir keine Graffitis, aber der Joker, der hat mal richtig geil getroffen. Da haben sie mal richtig Mühe geben, die Jungs. Aber bloß aufpassen, weil da ist die Bundesstraße. Wow. Der einsame Stuhl. Der kann einem richtig leid tun. So richtig alleine hier ausgesetzt worden. Nur weil er ein paar kleine optische Mängel hat. Also ich finde, dass der Bürostuhl noch wirklich alltagstauglich ist. So Leute. Mit diesen Bildern werden wir uns mal von dieser spannenden, ereignisreichen Location dann demnächst verabschieden. Wir sind schon auf dem Weg Richtung Ausgang. Haben alles gesehen, denke ich mal. Wie ihr seht, etwas marode und runtergekommen, aber immerhin noch lohnenswert. Oh ja, wir haben sogar einen 1A Swimmingpool auf dem Lost Place. Sehr, sehr selten. Könnt ihr alle mal baden gehen, wenn ihr wollt. Geschätzte 5 Grad Wassertemperatur. Minimum. Und Badespielzeug liegt auch schon drin. Ein Luxus hier. So ein paar Meter, 1,5 Meter tief. Tauchen könnt ihr auch. Leute, was wir euch hier alle bieten, das ist doch nicht normal.
Luxus am Lost Place mit Indoor-Pool. Und da hinten rennt schon wieder ein Weihnachtsmann rum, der hat geleuchtet. Und jetzt versammeln wir uns hier noch zum Abschluss Gruppenfoto. Bibi schaut schon mit den Füßen, dass sie endlich das Bild machen kann. Weil jetzt habe ich gerade mal die ganze Gruppe da bei Tagesschein. Und sie schaut mit den Füßen, weil sie unbedingt ein Bild machen will. Wir verabschieden uns jetzt von der Location alle zusammen. Ich hoffe, euch hat das auch wieder diesmal gefallen. Hier in dem wunderschönen Tonwerk. Wenn ich so in die Gesichter gucke, hat es jedem von uns gefallen hier. Ansonsten vergesst nicht natürlich unsere Seite auf Facebook zu liken, Instagram, YouTube. Und das nächste Mal einfach wieder mitkommen. Auf eine richtig geile Tour. Und ihr wisst, richtiger Profi-Niveau. Tschüss.